Hallo und herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer. Und wie ihr seht, ich habe meinen süßen LKW ein bisschen auf Leistung getrimmt. Ne? Weil wegen Heavy Cargo. Ja, ihr hört es, der Fumpi ist auch wieder dabei. Und ich verlade jetzt eine Fräse, die Vrittingen 808 mit 44 Tonnen von Brno nach Marseille zum Verladehof, es ist kein Scherz, Vilnet Transport. Das lässt, glaube ich, tief blicken, oder? Was ich brauche, ich habe jetzt gerade allen Ernstes über 400 Liter gebraucht zum Anfahren. Krass. Ja, Leistung nicht zu hindern, ne? Ein Scania verbraucht da auch nicht wirklich mehr. Oder wenn man da braucht, der bleibt, was das angeht, der verbraucht da genauso viel. Da gehe ich eine Wette drauf ein. Aber da wenigstens, da bringt wenigstens Leistung raus. Der macht was draus. Der bringt Leistung raus. Ja. Geht's wieder um die alte Diskussion Scania gegen Volvo? Wir wissen doch alle, dass der Volvo besser ist. Hm? Wir wissen doch alle, dass der Volvo deutlich mehr Benzin braucht. Ja, und wenn man gerade beim Anfahren auf gerader Strecke knapp 600 Liter braucht, mal eben so. Ja, Volvo halt. Was erwartest du? Ja, Keine Leistung bringt. Ja, sind doch nur 44 Tonnen hinten dran. Ja, und trotzdem bringt er keine Leistung. Ich darf ja anmachen, ich hab ja Schwerlast hinten dran. So. Jetzt mal ernsthaft erstmal die erste Frage, die ich ja prinzipiell immer stelle. Oder wenn man die ich ja nicht immer stelle, aber das. Hoffentlich, dass man das irgendwann einführt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ne? Und ich hoffe auch, dem Fumpe geht's gut und dass ihm nicht der Arsch wegfliegt, weil ja momentan bei ihm ist, in der Nähe ist gerade ein aktuelles Gewitter, das hier in NRW schon durch ist. Das kommt ein bisschen nahe jetzt. Ja, ich weiß. Ein armer Kerl. Die Gewitterlinie, die ist über Frankreich-Luxemburg schon hinweggezogen. Und die hat hier in NRW im Ruhrgebiet, genauer gesagt, doch massive Probleme verursacht. Doch. Mit überschwemmten Straßen, Folgen auf den Kellern, mit umgestürzten Bäumen, alles. Aber es war nicht so schlimm wie 2014. Das war übrigens kurze Auflösung noch. Wir hatten uns ja mal vor einigen Aufzeichnungen, ich glaube in der vorletzten Aufzeichnung, haben wir uns ja über dich. Nee, das war in der letzten Aufzeichnung. Schon wieder so lange her, das weiß ich gar nicht mehr. Da haben wir uns ja über das Unwetter über den Pfingsten unterhalten. Und das war tatsächlich 2014 gewesen. Ja, war euch das? Ja. Wo ganz NRW mal eben entspannt unter Warnstufe Violett gelaufen ist, komplett. Ja. Warnstufe Violett. Puste. Da könnte ich gleich mal gerade. Warnstufe Violett ist die höchste Warnstufe, die es gibt. Ja, ich guck gerade bei uns. Die Warnstufen sind gelb, orange, rot und violett. Ich weiß, dass das schon mehrfach gesagt. Gut. Wollt's auch nur unseren Zuschauern erklärt. Ne? Ich wollte es auch nur noch mal kurz erklären. Also NRW war das komplette Land, es ist wirklich kein Witz, das komplette Land NRW ist komplett unter der Warnstufe violett gelaufen. Und heute, also jetzt am Donnerstag, der frohe Leichnam hier in NRW, auch ein Feiertag war. Weiß ich, war es bei euch in Sachsen auch so? Nein. Nein? Okay. Nein.
Wir sind ja arbeitsam. Weißt du? Ja, genau. Weißt du, im Gegensatz zu den Feiern? Die jeden Feiertag mitnehmen, den es überhaupt gibt. Nee, Fröhleichnern machen. Fröhleichnern ist kein Feiertag da. Nein, 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 nein. Aufgefahren, das ist Berg. Okay, dann erklär mir mal, warum an der Service Hotline von einem bayerischen Unternehmen heute ein Mitarbeiter saß. Und was denkst du, wo die Callcenter sind? Die Callcenter von denen sitzt in Bayern. Glaubst du? Ja. Glaubst du? Ja. Aber sind die Callcenter genauso wie bei der Telekom auf Feiertag besetzt? Nur bedingt. Also ich habe schon etliche Male auch da ein Callcenter erlebt, wo wirklich nur das Band rangegangen ist und nichts anderes. In so einem Feiertag. Und deswegen war ich dann doch schon sehr überstaunt gewesen. Jedenfalls ist Fröhleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, als in Thüringen teilweise, Sachsen nur teilweise. Ja, aber auch nur die katholisch, nur die, was? Das sind nur die katholischen Teile, Und die im Saarland da frei haben. Richtig, und das ist bei uns nicht. Und im Saarland, es ist ein Feiertag. Okay. So, aber ansonsten, bis auf den Buß- und Beta, für den wir in Sachsen extra zahlen, was? Ja, da zahlt ihr, warte mal, da zahlt ihr für? Wir zahlen extra. Wir haben in Sachsen einen höheren Renten- bzw. Krankenkassenbeitrag. Dafür haben wir den Buß- und Betag. Okay. Wir haben ein halbes Prozent mehr Krankenkassenbeiträge bzw. Rentenbeiträge. Okay. Und nur für den Buß- und Betag. Okay. Hier ist einer, der so ein bisschen im Straßenkram liegt. Ach, das bist nicht du? Mhm. Übrigens, Thorsten ist er heute zu einem Ertrunkenen geworden. So würde ich das jetzt nicht wirklich nennen. Vor allem, da komme ich nicht so hin. Da komme ich so nicht dran. Vorbei. So einfach. Will er jetzt übrigens, ernsthaft jemanden hier anschieben? Hä? Hat ihr hier vor, Freunde? Rückwärts übrigens fahren, da kommst du so nicht raus. Übrigens, liebe Leute, falls ihr die Ertrunkene nicht kennt, guckt einfach unter mal Witcher Ertrunkene nach. Übrigens passt die Beschreibung auch. Mach mal die runden Menschen aus. Die Beschreibung passt übrigens hundertprozentig auf Thorsten. Ja. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich hier ohne Unfall hier hoch herkomme. Schneller abwiegelt. So. Okay. Nehme ich mal die Außenansicht. Das ist, glaube ich, besser. Dann nehme ich erstmal die Gegenspur. Da ist ein da steht ein. Was haben die denn da für eine Scheiße? Die wollen dich ärgern. Ja. Okay. Da steht ein Hänger quer zur Fahrbahn. Okay. Wir sind noch in Polen? Vielleicht wollen sie dich ausrauben? Ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was die da getrieben haben. Wirklich nicht. Aber ja, ich bin da perfekt rumgekommen, also kann ich jetzt ganz entspannt weiterfahren lassen. So, okay. Ich hoffe, N bleibt auf deiner Spur. Und macht ganz schnell Platz. Obwohl, nö, brauche ich nicht. Außer ich nicht Platz machen. So.
Junge, du kannst reinziehen. So, geht doch. Du bist weit vor mir reingezogen. Das ist alles, Dorothy. So, aber wir waren ja gerade dabei, bevor wir jetzt so unterbrochen wurden. Wir müssen über Italien. Wieso müsst ihr für den Buß- und Bettag zahlen? Weil das ein Feiertag ist, ja, den wir unser Alten haben, aus der DDR. Okay. Aha. So. Und den gibt es in keinem anderen Bundesland. Mhm. Mhm. Dafür zahlen wir. Okay, und in welcher Form? Ich hab doch... Sag mal, hast du ein Schneckengedächtnis oder wie? Aus der DDR-Zeit. Ja, schon klar. Ich habe dir gesagt, gerade eben noch davor, dass wir einen 0,5% höheren Krankenkassen- bzw. Rentenbeitrag zahlen. Okay, ja, das kam akustisch gar nicht mehr an, weil ich mich hier die ganze Zeit jetzt irgendwie drauf konzentriert habe, ohne Unfall an dieser Stelle da vorbeizukommen. Du bist halt ein Ertrunkener schon. Und deswegen zahlt und aufgrund dessen habt ihr den zusätzlichen Feiertag? Okay. Ja. Sollte man eigentlich auch so hier in der Firma einführen. Mhm. Das wäre mal eine gute Idee. Übrigens, den Buß und Bettag will Bayern eventuell einführen. Was? Da auch. Okay. Die wollen aber dann keine höheren Beiträge zahlen. Ich hätte mich ehrlich gesagt auch gelinde überrascht, wenn es anders wäre. Ja, die nehmen wir, wie gesagt, fast jeden Feiertag mit. Den ist hier. Ja, Bayern ist das einzige oder ist eins der Bundesländer, die wirklich fast jeden Feiertag hat. Ja. Ja. Und spätestens zum Teil. Die haben Heilige Drei Könige und Leichnam. Heilige Drei Könige ist der 6. Januar, weil ich am 7. Geburtstag habe. Ja? So, und den hat noch Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Mhm. So, dann haben sie noch hier zum Teil das Augsburger Friedensfest. Was ist denn das? Ja. Augsburger Friedensfest am 8.8. Okay. Dann auch wieder so ein katholischer Feiertag, dann wieder wieder frei. Mhm. Dann haben sie noch Maria Himmelfahrt. Mhm. Hier zum teilweise, was das Saarland hier nur noch hat. Okay. Da ist dann Maria gen Himmel gefahren, ne? So. Ne? Der ist doch da, oder? Heißt da Maria Himmelfahrt. Weißt du auch, ob sie Bus genommen hat oder ob sie einen Zug genommen hat? Oder. Und vor allem, hatte sie ein Ticket dabei gehabt? Hm. Entschuldigung. Ja, so. Hm? Dann haben sie noch Allerheiligen. Ja, Allerheiligen ist. Das ist ein bundeseinheitlicher Feiertag. Über das weiß. Nein? Allerheiligen ist nicht bundeseinheitlich? Baden-Württemberg? Bayern. Okay. Rheinland-Pfalz, NRW. Ja, in NRW weiß ich das. Und Saarland? Mhm. Und das war's. Okay. Wie gesagt, NRW wusste ich das. Okay. Wie gesagt, bis auf den Buß und Bettag nehmen die fast jeden Feiertag mit. Da sieht man mal, was man da für eine Arbeitsmoral hat, ne? In Bayern sicher. Mhm. So, vor allem glaubt man ja den wildesten Gerüchten, die es ja über die Bayern gibt, und davon gibt es ja eine Menge, sind bayerische Beamte, warum hier wechselt hier gerade ganz schön, ich hoffe, die müssen jetzt nicht die Ordnung an. Okay, muss ich gleich nochmal nachgucken.